Was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Z Raging Blast 2. Heute spielen wir mit Tabel, Vegetas Bruder. Und das sogar direkt gegen Goku. Jetzt bin ich mal gespannt, wie dieser Kampf hier ausgehen wird. Natürlich gewinnen wir, ne? Ist ja ganz klar. Aber was sagen die zueinander? Das interessiert mich jetzt. Thanks for always taking care of my brother. Now that's a surprise. Danke, dass du immer auf meinen Bruder aufgepasst hast. Hat er gerade gesagt, Kleinbruder? Also willst du mir jetzt erzählen, Tabel ist der Ältere? Nee. Oder? Niemals. Naja, aber Goku hat halt gegen Tabel gar keine Chance. Er ist der wahre Super Saiyan 10. Und tschüss. Danke, dass du immer auf meinen Bruder aufgepasst hast. Tot. Okay. Tabel, absolute Maschine hier. Und alle auseinander. Boah, stell dich mal vor, der wäre mit Vegeta damals auf die Erde gekommen. Das wäre krass. Gotenks. Wie viel Schaden kannst du mit einer Combo austeilen? Gegner, Gesundheit erhöht sich stetig. Okay. Gegen Gotenks vor allem. Nur weil er im Film war. Nur weil er in diesem Film war. Safe. Okay, hallo Gotenks. Maximaler Schaden? Oh, come on. Oh Gott, ich Hilfe. Chill, hallo. Jawohl, und tschüss. Natürlich muss er super Energiewelle drauf haben. Wie Vegeta auch. Ist ja ganz klar hier an der Stelle. Okay, die meisten Schaden machen wir... Achso, mit einer Combo oder was? Oh, okay, warte mal. Okay. Dann gucken wir jetzt, was die Ult ist. Oh nein. Ah! Nein! Das reicht nicht mehr von der Zeit her, oder? Egal, hau ihn weg. UFO-Angriff? Was für UFO-Angriff? Hallo? Hä? Was zur Hölle? Tabel, was machst du da? Ja, okay, komm. Als ob sein stärkster Angriff einfach nur links ist. Das Same Pot auf ihn zu ballern. What the fuck? Okay, hat für ein S gereicht, komischerweise. Einmal Same Pot ins Gesicht, reicht scheinbar. Okay, Bonus erhalten, 5 Punkte und das war's. Junge, Junge, Junge. Okay, der hat auf jeden Fall ein paar Wege. Okay, Gotener Trunks. Die besiegen wir einfach nur innerhalb von 300 irgendwas Sekunden. Oder wie war das? Are you strong too? Yes, I'm strong too. Nice to meet you. Yeah. Wow, leider bringt einem das gar nichts mehr, wenn er die einmal gedingst hat. Naja, egal. Wieso hast du das gemacht? Ne, reicht jetzt. Er geht einfach nach Hause. Oh, du musst also mein Neffe sein? Oh, hallo. Yes! Stark. Ah, okay, so. Wo willst du denn hin, hä? Du hast keine Chance gegen mich! Ja! Hallo? Ah! Oh nein. Aua. Ich wollte mal ein bisschen mit euch spielen. Ja! Wie ich extra noch so Keyball reinballern wollte. Hi. Zack. Und stirb. Cool, du hast es geschafft, Kinder zu verprügeln. Sei froh, dass wir nicht in Super Saiyan gegangen sind, Tabel. Dann würdest du nämlich auch blöd aussehen.
Energy Booster. Okay. Gewinne, während deine Gesundheit stetig abnimmt. Ach, das mag ich ja immer. Aber das sollte gegen Krillin und unserem Yamcha auch keine Schwierigkeiten geben. Wobei die theoretisch... Ich weiß nicht, wie stark Kabel ist. Von der Lore her. Ist auf jeden Fall schwächer als Super Saiyajin. Und ich weiß jetzt nicht, ob Krillin und Yamcha da schon mit ihrer Stärke drüber sind. Krillin eventuell, ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Nein! Oha! Okay, ich habe tatsächlich ein wenig den Krillin hier unterschätzt. Spaß, stirb. This is bad! Yes! Ich hab die Kombo rausgefunden. Und du bist tot. Tschüss! Was? Wir wollten Kamehameha machen. Hat aber nicht geklappt. Komm her! Okay, lass mich erstmal aufladen. So kriegst du mein Ufer ins Gesicht. Ja! Ich bin verwandt mit Vegeta. Nimm das! Oha! Jetzt liegt er da. Er kann sich nicht wehren. Vegetabel ist in Sparking Zero auch wieder dabei. Der ist richtig am Start. Yo! Oh mein Gott, gut, dass der verkackt hat. Jawohl. Ich frag mich, warum der... Hallo? Oh. Ich frag mich, warum der den die ganze Zeit daneben schlägt. Ich weiß nicht, warum. Tabel ist viel zu nett. Der ist so richtig Goku-like, nur halt, dass er nicht auf den Kopf gefallen ist. Wobei, dass er später eh revidiert worden ist, aber das ist was anderes. Okay, 2 Punkte. Und, oh, Videl und Dings. Okay, wütende Seele. Alter, warum hat Tabe so viele Kämpfe? Das finde ich interessant. Ki-Kontrolle. Kampfschlag. Können wir auch hier Autokontrollerholung reinnehmen? Ja, können wir. Yes! Okay. Unser Key ist safe. So viel auf jeden Fall schon mal dazu. Unser Key ist safe. Gut, also. Dann kriegt die Del jetzt einer rein. Ja, toll. Tschüss! Oh, wie ich die hingerichtet habe. Gar keine Chance gegen Tabel. Und jetzt kommt unser lieber Gohan. Ich habe deine Frau geschlagen. Hallo? Nicht hinter mich. Mach dich ab. Hallo? Yo. Ist das so eine Kombo, die man fährt oder was? Nimm das! What? Geht der Ultimate? Super Saiyan 2 oder was? Alter! Yo! What? Alter! Ich halle, ich liege! Goku und seine Freunde sind doch nicht so nett! Was? Alter! Mach's ab! Junge, fahr dich mal runter! Stirb! Gohan eskaliert einfach nochmal so richtig gegen Ende. Junge, du hast Tabe richtig zugerichtet am Ende. Chill mal! Der arme Mann! Was sagt der Vegeta? 1 Punkt. Oh, wow. Gegen Vegeta. Beginne kurz vor Tod und kämpfe bis zum Limit. Okay, da müssen wir kurz was ändern. Die Ki-Auto-Erholung.
muss durch Gesundheit oder Erholung. Oh, geht nicht. Machen wir doch so. Tier-Auto-Erholung. Gesundheit-Auto-Erholung. Was anderes bleibt uns nicht. Ehrenlos, ich muss gegen meinen eigenen Bruder kämpfen. Okay. So, this is it. Ja, da haben wir direkt Pech. Also, wir müssen den Arm in eine Kombo kriegen und weghauen. Ja, wow. Krass. Das war effektiv. Nicht. So, this is it. Hallo! Junge Vegeta! Das ist immer noch keine Kunst. Wenn wir ihn einmal in der Combo haben, war es das mit ihm. Digga, ich verstehe das nicht, warum er nicht gestunt ist. Bei sowas. Hallo, ich wollte nicht rausgehen. Oh. Wie unnötig. So, this is it. Hallo, Vegeta, darf ich denn auch mal angreifen? Hallo. Ey, der hat gefühlt die ersten zwei Hits irgendwie super Armor. Das ist übel unfair. What? So, this is it. Ja, tschüss. Da warte ich jetzt eben. Oh. Oh Gott. Oh mein Gott, als ob ich treffe. Vegeta, pack ein. Komm, geh. Geh einfach. Tschüss. Hier ist der Import in Fresse. Jetzt reicht's. Du hast mich gerade beleidigt. Das machst du nicht nochmal. Nicht nochmal! Hallo? Ja, ja klar. Oh nein. Gibt's ja nicht. Hallo? Ja! Hallo? Oh mein Gott! Ich dachte, wir verlieren das. Hallo? A++? Komm, leck mich doch. Was für nur A++? Wir haben Leben gekriegt. Besser ging nicht. So, okay. Beende den Kampf, ehe die wütende Seele endet. Eieiei. Warum sollte Tabel gegen fucking Super Saiyan 3 Vegeta, Goku kämpfen müssen? Was? Darf ich auch mal, hallo, darf ich auch spielen? Danke. Yes! Und das war's. Nein, das war's noch nicht. Oh mein Gott! Hätte ich den nicht gedodged, dann wär's das gewesen, weil er uns in der Combo hätte. Okay, wütende Seelekämpfe sind immer sehr böse. Aber das Spiel hat uns ja quasi gesagt, was wir tun sollen. Was? Du hast einen neuen Gegenstand erhalten? Super Angriffsschaden 2, 1/10 Version. Oder Verstärkung, ach, keine Ahnung. Gibt das den Schaden auf? Ich habe keine Ahnung. Aber wir müssen auf jeden Fall hier nochmal kämpfen. Wie schnell besiegst du einen umherlaufenden Gegner? Oh nein. Die Autoerholung und Kampfschlag. So. Oh, jedes Mal, ey, wenn ich aufnehme, fängt an, meine Nase anzulaufen. Das ist so eine nervige Kacke. Oh, Feigling. Bleib einfach hier! Ja! Ja! Nimm das! Hallo, wie? Der Angriff hat schon getroffen. Oh nein. Ach, komm! Ich hasse den Angriff. Der ist Dreck.
Ich wollte gerade ernsthaft die Cutscene skippen. Hallo? Ach, Junge. Schön. Och, Mann, Alter. Mann, dieser Angriff ist absolut ekelhaft. Der denkt sich so einen Scheiß aus. Hör auf, dein Ki zu laden, du Feigling. Jetzt stirb. Wow. Ja, jetzt kommt wieder der Angriff. Hallo? Mann! Verreck! Meine Fresse! Hallo! Junge! Stirb! Meine Fresse! So, der hat keine so nervigen Moves, glaube ich. Oh, er hat Kiesbein drauf, oh nein. Junge! Ich brauche viel zu lange für diesen Kampf. So, friss. Ach Mann! Warum fliegt er denn nicht weiter? Hallo? Ja! Das war's für dich! Stirb! Ja! Hey, hey, hey! Aua! Hallo? Wer wird denn gleich? Stirb! Oh, okay, wir waren doch noch relativ gut in der Zeit. Auch wenn Freezer der nervigste Gegner von allen war gerade. Gesundheit L haben wir erhalten. Oh, cool. Hä, bei Tabel bekommen wir auf einmal voll viel. Warum kann ich jetzt hier nicht lang? Also, das heißt, der reguläre Weg ist hier lang, oder was? Bis, Alter, ich habe das mit Super Saiyan 3 Vegeta aus Spaß gesagt. Beruhigt euch doch mal! Was hat Tabe so Böses gemacht, dass er jetzt gegen ihn kämpfen muss? Okay, Vegeta. Ich hätte dir wohl zeigen müssen, was ich gelernt habe, als ich meine Frau kennengelernt habe. Denn nichts ist schlimmer als eine Frau zu Hause zu haben, die nicht nett ist. Da musst du mehr als die Super Saiyan 3 werden. Meine Frau hat mich immer geschlagen. Bis zum Tod. Und ich konnte mich nicht wehren. Das nennt sich auch häusliche Gewalt. Auf der Erde zumindest, habe ich gehört. Und deswegen bin ich so stark. Ohne Probleme. Ich bin stärker geworden, sagt er. Er sagt, Vegeta, guck mal, ich bin stärker geworden. Alter, du hast Vegeta gerade easy geklappt. Easy weggehauen. What the hell? Als ob man nur so ein bisschen stärker geworden ist. Okay, Tabel bekommt einen Punkt, 3 Sterne Dragon Ball und noch ein Prinz. Ja, da gehen wir jetzt auch nochmal rein. Hier, oh mein Gott. Wie viele Treffer insgesamt, um den Gegner zu besiegen? Ja, klar. Natürlich! Super Saiyan 3 Gotenks und... Ja, Gogeta. Ja, klar. Was mache ich in der Hölle, Mann? Okay, ich glaube, wir gehen jetzt einfach die ganze Zeit auf Ult. Tschüss. Der ist tot. Komm, ruf mal kurz an, dein Saiyan Pot. Dead. Nächster, bitte. Vorangriff! Yo, was? Okay, ich hab getroffen, das ist die Hauptsache. Kurz Spot-Anruf. Nein! Go! Okay. Das war ein Fehler. Oh mein Gott, was wirklich? Er stirbt einfach daran, lol.
Warum steht da aber Treffer, wenn er den Boden berührt? Ich habe gar nichts gemacht. Oh, er ist besiegt. Ups. Unter 50 Treffer ist gut, oder? Ich wusste nicht mal, dass ich so stark bin. Okay, andere Mission. Gucken wir mal, ob er hier noch was hat. 2 Punkte für Tabel und seine Audio-Logs freigeschaltet. Dann haben wir hier noch einmal. Aber mich wundert was. Jetzt müssen wir mal kurz nachgucken. Wo ist Vegeta mit Scouter? Da. Ach, den hatten wir auch noch nicht gemacht. Okay, das erklärt es natürlich. Okay, gut, dann würde ich an der Stelle aber sagen, das war's. Bis zum nächsten Part. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und schreibt gerne in die Kommentare, mit welchem Charakter ich noch spielen soll. Bis dann und ciao, euer Fire Alexa. Haut rein. Bis dann und ciao.